erstmal ist es ja grausam, man, sich damit auseinanderzusetzen. Du bist jetzt ganz, wirklich ganz unten angekommen. Ich bin dann tagsüber mit die Bahn überall hingefahren, geschlafen und nachts auf dem Kiez. Ich war auch schon, kurz mal davor, in die Elbe zu springen oder so, ja, wo du obdachlos warst und nicht mehr weiter weißt. Jetzt sterben wieder so viele, jetzt glaube ich schon wieder 23 oder 24, das ist zu viel. Die wollen ja bis 2025 keine Obdachlosen mehr haben, wie soll das denn hier? Es werden ja immer mehr und nicht weniger. Energiepreise sind im Zuge der Ukraine-Krise in die Höhe geschnellt. Tausende in unserer Stadt trifft es gerade extrem hart. Heizung, Strom, Lebensmittel, alles ist teurer, die Inflation bei mehr als 10%. Auf jeden Fall ist es so, dass Krisen dazu führen, dass Leute nicht mehr so viel haben und auch nicht mehr so viel spenden können. Und ja, unsere Verkäufer merken das auch an ihren Verkaufsplätzen, dass die Leute nicht mehr so freigebig sind. We've just never seen a market like this, where you've got prices so high in the art market and yet... $160 million, Brett. Aus dem ersten Gespräch, wo ich mal aus meinem Leben erzählt habe, aus denen hat der Computer die Bilder gefertigt. Wenn ich überlege, dass aus so einem Interview dann Bilder hergestellt werden, ist schon faszinierend. Und hier auf dem linken ist es eher positiv. Ich schaue nach vorne, es zieht nochmal einmal alles rum. Verstehst du die Botschaft? So, und diese Botschaft habe ich heute mitgebracht. Die rote Karte ist für die Politiker, damit die endlich mal was machen. Wir machen ein Bild aus einer Geschichte. Und die Bilder sind schon striking, die packen einen in der Mehrzahl. Es sind natürlich auch harte Geschichten und es sind harte Bilder rausgekommen. Kunst wird gemacht, um gesehen zu werden. Das heißt, jeder Ort, an dem Kunst gesehen wird, und wenn das jetzt eine Brückenunterführung ist, in der viele Leute langlaufen, dann ist ja schon der Wert des Ortes erreicht. Ich nenne mein Bild den dunklen Weg. Ich nenne mein Bild rote Karte tot. Auf meinem Bild sieht man eine Mietzekatze auf St. Pauli und eine abgefuckte Zigarette. Ich nenne mein Bild innere Reflexion. Ich nenne mein Bild eine stürmische Nacht. Kommt in die Homies Gallery und schaut euch mein Bild an.